Was derzeit passiert, könnte man als Exzess am Jahresende bezeichnen. Das ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was im Dezember 2018 passiert ist, weil die Fed ziemlich genau das Gegenteil dessen macht, was sie vor einem Jahr noch gesagt hat, zumindest nicht getan hat, aber zumindest gesagt hat. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum letzten Ausblick auf die Märkte in 2019. Heute Abend noch mal ein Marktgeflüster, aber das war es dann. Dann kommt die Weihnachtszeit, da dürfte die Liquidität noch dünner sein, als sie ohnehin schon ist, aber es ist trotz dünner Liquidität zu einer neuen Rallye gekommen. Am Freitag war fast absehbar, dass im Umfeld des großen Verfalls die eine oder andere Positionierung dazu führt, dass die Märkte noch weiter steigen, alle drei US-Indizes dann mit neuen Allzeithochs. Insgesamt die Aktienmärkte gut drauf, haben eine weitere Billionen an Marktkapitalisierung gewonnen. Jetzt sind wir bei 86,4, damit nur noch knapp eine Billion unter dem bisherigen Allzeithoch, das wir erreicht haben, jetzt für die globalen Aktienmärkte gesehen. Damit sind wir etwa bei 100% des globalen BIPs, was die Marktkapitalisierung der globalen Aktienmärkte betrifft. Laut Warren Buffett, der einen solchen Indikator entwickelt hat, ist das eine Bubble, ist das eine Blase. Schauen wir uns mal an, ob das Gerede von dem Geld an der Seitenlinie stimmt. Es stimmt nicht mehr wirklich. Wir haben nicht nur die Retail-Investors, also die, die normalen Investoren, die Privatinvestoren, die schon all in sind. Es sind jetzt auch die Asset-Manager, also die professionellen Vermögensverwalter. Hier sehen wir, dass die so stark investiert sind, wie seit mindestens 13 Jahren nicht mehr. Wir hatten kürzlich die Umfrage der Bank of America Lynch mit einem Cashbestand von 4,2% der Investoren, der Profi-Investoren, niedrigster Stand seit 2013. Also es ist nicht so, dass da keiner dabei wäre bei dieser Rallye. Und wir sehen eben dann die Folgen. Wir haben 92 beim sogenannten Fear and Greed Index, der eben anzeigt, sind die Leute gierig, sind die Leute furchtsam. Wir waren im Tief, glaube ich, mal bei 4 im Dezember 2018, also extreme Furcht. Jetzt sind wir bei 92, extreme Gier. Wir sehen hier dieses Niveau so hoch wie Ende 2017 nicht mehr, weil man eben sich sagt, okay, der Handelskrieg, der ist jetzt auch erledigt. Heute Nacht Donald Trump wieder mit einer Aussage, guckst du, wir haben ganz bald, werden wir den Handelsvertrag, werden wir den Phase 1 Deal mit China unterschreiben. Jetzt kommt also wieder die Hoffnungsmöhre, wir werden ihn bald unterschreiben. Mal sehen, wie oft diese Aussage wiederholt wird. Wir sehen, dass China heute Nacht einige Produktkategorien befreit hat von Zöllen. Man sagt aber dann nochmal explizit dazu, naja, hat aber nichts mit diesem Phase 1 Deal zu tun, sondern das ist eben generell die Öffnung unseres Marktes, die wir anstreben. Man weiß es nicht, man kann es jedenfalls gegenüber den Amerikanern auch so verkaufen, als wäre das sozusagen ein kleines Entgegenkommen. Jedenfalls die Fed auf der einen Seite, das ist der Rallye-Grund, und der Handelsdeal eben, der vermeintlich eingetütet ist, auf der anderen Seite. Wir sehen, dass all das fundamental natürlich den realen Gegebenheiten etwas entgegenläuft. Wir haben hier den S&P 500 und wir haben hier die Gewinnschätzungen. Wir waren jetzt drei Quartale mit nachlassendem, mit rückläufigem Gewinnwachstum. Wahrscheinlich wird dann so ein bisschen die Quartalssaison oder die Berichtssaison jetzt aus dem vierten Quartal, die dann im Januar einsetzen wird, ein bisschen der Moment der Wahrheit. Ist all das gerechtfertigt? Sind solche Kursniveaus gerechtfertigt? Wenn wir weiter rückläufige Gewinne sehen, Gewinne im Wachstum sehen, während gleichzeitig die Kurse eben ins Unendliche schießen. Aber die Fed macht es möglich. Hier sehen wir die Relation zwischen Bilanzsumme oben und beziehungsweise dem S&P 500 oben und der Bilanzsumme der Fed unten. Wir sehen, wenn die Bilanzsumme schrumpft, dann schrumpft es auch ein bisschen an den Aktienmärkten. Wenn die Bilanzsumme steigt, dann steigen auch die Aktienmärkte ziemlich proportional mit. Es ist eben diese Liquiditätsparty, und wenn wir das mal vergleichen mit dem Jahr 2018, da eben die Aussage der Fed, wir werden weiter auf Autopilot sein in der Bilanzreduzierung, wir werden weiter die Zinsen anheben. Jetzt heißt es, wir werden die Zinsen erstmal wahrscheinlich überhaupt nicht mehr anheben, überhaupt nicht mehr verändern in 2020. Wir werden weiter Geld in den Repomarkt pumpen, wir werden weiter Gelder in kurzlaufende Staatsanleihen stecken, die wir dann kaufen, so die Fed. Und wir sehen, dass es dann eben hier deutlich nach oben ging. Was haben wir noch? Wir haben jetzt eine Situation, dass wir vor allem Value-Aktien haben, die
im Vergleich zu Growth, also im Vergleich zu den Aktien wie Tech, wie die ein bisschen Fantasie haben, dass die extrem gering bewertet sind. Normalerweise schließt sich eine solche Schere immer wieder, früher oder später. Wir hatten teilweise früher schon extreme Differenzen, eine extreme Schere zwischen diesen beiden Sektoren. Normalerweise ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, Value zu kaufen, wenn solche Werte, die teilweise eher langweilig sind, aber dividendenstark sind, eben im Vergleich zu Growth so gering bewertet sind. Was haben wir noch? Wir haben natürlich Charts, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, ist der DAX, die Charts, Sie ahnen es, von Capital.com. Ich sage es ein letztes Mal in diesem Jahr versprochen. Wir sehen den DAX bei 13.292. Der deutsche Leitindex, der hat es nicht so geschafft mitzulaufen. Da ist seit einigen Tagen irgendwie so ein bisschen eine Stagnation auf hohem Niveau. Man schafft es nicht, in Richtung Allzeit hochzulaufen. Anders die Situation beim S&P 500, der jetzt so in den letzten Minuten auf Future-Basis ein bisschen nach unten dreht, 3.225 aktuell. Ähnliches Bild beim Nasdaq 100. Wir haben jetzt eben Extremniveaus. Wo kann das noch hingehen? Das ist die Frage. Long-Positionen sind mittelfristig auf diesem Niveau natürlich ein bisschen riskant. Man muss darauf wetten, dass die Investoren noch gieriger werden, noch sorgloser werden. Das ist schwer möglich. Wir sehen den Euro, der am Freitag noch mal ein bisschen abverkauft worden war, unter die 1,11er-Marke, jetzt bei 1,1084. Sehen Gold, das sich jetzt erholen kann auf 1483. 2020 könnte vielleicht das Jahr für Gold werden, wenn es mit der Geldpolitik der US-Notenbank so weitergeht. Und wir sehen Crude Oil, das amerikanische, jetzt bei der 60er-Marke hantierend. Also, es ist sozusagen am Ende des Jahres nochmal eine Extremsituation. Wie lange kann man die halten? Im Januar normalerweise wird es dann schwieriger, zumindest so ab der zweiten, dritten Januarwoche, weil viele Amerikaner dann aus steuerlichen Gründen Aktien nochmal aus ihrem Depot werfen. Wir werden sehen, ob es diesmal wieder so passiert. Heute Abend nochmal ein Marco Fürster, würde mich freuen, wenn Sie da noch dabei sind. Da wünsche ich dann ein gutes Jahr für all diejenigen, die jetzt möglicherweise nicht mehr das Marco Fürster anschauen, was natürlich ein unglaubliches Vergehen ist, meine Damen und Herren. Jedenfalls erstmal alles Gute, wir sehen uns heute Abend hoffentlich und ansonsten das Allerbeste. Servus und ciao.